Willkommen zurück zu Service Factory. Du kannst doch hier nicht auf meinem Kahn rumdämmeln. Oh, Arsch offen oder was? Ach so, ich muss ja erst mal. Stimmt ja, da war ja noch hier. Nachdenken. Na, hier nicht. Ja, ist ja gut. Naja, da lachst du nur, ne? Da lachst du. Wir haben kein Benzin. Ah, weißt du was? Machst du den jetzt kaputt? Kann nicht wahr sein. Wo haben wir unser Benzin überhaupt? Hier, ne? Oh, pass mal auf, Kollege. Hä? Kann ich mit dem spazieren fahren oder was? Das ist aber niedlich. Wo willst denn du hin jetzt? Ich dachte, wir wollen eine Ausfahrt machen. Toll. Oh, hast jetzt. Okay. Hat er ernsthaft jetzt den Hüssel kaputt gefahren, ja? Okay. Was heißt Büsche und so verschwinden dann, wenn ich hier drüber düse oder wie? Oder? Tatsache. Okay. Toll, jetzt wollte ich mit Rudi einen Ausgang machen. Weil ich mal Ausfahrt und nichts. Schwanz hat er eingezogen, den er nicht hat. Hat überhaupt einen? Ja, das da hinten, naja, weiß ich jetzt nicht, ob das, ne? Gut, wo haben wir hier stehen geblieben? Wo waren wir denn hier stehen geblieben? Stimmt, wir hatten hier noch, wir wollten hier noch, wir haben 3 Melzen auf eine Lagereinheit, ne? Genau, jetzt wollten wir hier noch eine Lagereinheit hinmachen. Also hier ist immer noch meine Maus. Für die, die es immer noch nicht glauben, hier ist meine Maus. Der blaue Punkt ist mein rechter Fire-Controller, der auf das Panel geht. Ne? Weil es immer noch Leute gibt, wie du spielst das mit Maus und Tastatur. Nein, mache ich nicht, aber ist okay. Manchmal muss man doch sagen, lass die Leute denken oder reden. So, ja, so nee, ein Stück zurück noch. So. Jetzt hätten wir natürlich die Möglichkeit, größere Dinger zu machen, aber wozu? Das wird so schnell verballert hier, glaube ich, ne? Brauchen wir nicht noch ein größeres Lager. Ne, halt, wir müssen... Förderbänder. Immer gleich 2er. So, okay, da rattert schön durch. Na, läuft. Das heißt, 300 Bahnen würden jetzt sowieso schon mal kommen, weil jeder ja 100, der kann ja 100 einsammeln hier, ne? War das nicht so? Nee, hier. Der kann ja 100. Ja, genau. Also 300 hätten wir sowieso schon durch die 3 Schmelzen. So, die Streie, die lassen unsere Produktion weiterlaufen. So. Jetzt wollte ich aber eigentlich, da wir da hinten der Beton haben, da brauchen wir für diesen komischen Betondinger. Warte mal, da muss ich, nee, da brauche ich erstmal, mache ich nochmal ein Fabrikatrohr oder sowas. Oder hier ein Konstruktor erstmal gucken. Wenn ich einen Waffen, hallo, wenn ich. Kupferblech. Achso, dann kannst du gar nichts anderes machen. Also Beton. Wir brauchen dann aber Stangen, ne? Ja, dann müssen wir nochmal zum Fabrikator gehen. So, lass mich mal bei dich was gucken. Brauche ich die, ja, das weiß ich ja. Aber ich wollte doch eigentlich. Wo stelle ich die Betondinger her? Dieser. Mal. Habe ich jetzt hier verguckt oder was? Nee, ne? Nee, ich will ja. Die Betondinger herstellen.
Mach ruhig. Miau. Naja. Hier, die Steuerträger. Ach so, die können wir auch so, die muss ich erstmal freischalten. Ach so. Also bauen wir erstmal. Na ja, gut, die hier müssen wir erstmal noch herstellen lassen. Ne? Oder bauen sie schnell mal selber. Okay, okay, ich habe schon gedacht. Eine Gießerei. Was könnten die? Können automatisch verwendet werden. Mit zwei Reziehungen, ach so. Legierung. Also hier die Steuerträger und den ganzen Kram brauchen wir nämlich. Gut, was haben wir hier? Hochspannungsleitung. Ach so, okay. Energiespeicher. 100 Megawatt für eine Stunde. Mhm. Na und wo sind die Platten dazu? Die Solarplatten dazu? Gibt's nicht oder was? Das sind die Röhren zum Transportieren. Das ist ja nochmal Wasser hier, Pipeline. Immer mal kurz am Kopf kreuzen. So, oder Band 3 und installieren Container. Was gibt's hier? Hauptplan Designer. Okay. Und Bauwerk Update. Planer. Auf die meisten Blaupläne zugreifen. Okay, naja, gut. Ja, was gibt's denn hier noch? Steuerträger, Beton, Gedings, Gedöns. Und schwerer Modularraum. Und ein Miner 2. Ja. Machen wir schon mal Stufe 3. Das ist ja Stufe 3. Nee, das ist Stufe 3. Also die Rahmen brauchen wir. Das heißt, für die Rahmen werden benötigt Fabrikator und dann die schweren Eisenplatten, ne? Oder die verbesserten und Stangen. Das heißt, was machen wir denn eigentlich jetzt hier so richtig? Wir machen hier die Stangen und die Schrauben und die und hier machen wir Stangen und Schrauben zu. Naja, hier hat die da, ne? So, okay. Wie viel haben wir denn jetzt hier von? So, der hat die verstärkten Platten, die wir jetzt aber eigentlich nicht mehr bräuchten, wenn wir jetzt genug von diesen Rotoren haben. Achso, von diesen. So, da haben wir auch schon mal reichlich, würde ich sagen. Ich jetzt einfach mal schwer von aus, dass wir davon nicht allzu viele brauchen. So, dann darf man die also bestimmt brauchen. Dann machst du ja auch schon mal die Rotoren hier alle weg. So, weil wir brauchen für dich dann die Stangen, ne? Das heißt, wenn wir Stangen, die verstärkten, die wir Raum machen wollen, dann bauen sie auch schon mal noch selber. Das wäre auch so eine Idee. Das kann er da auch schon mal Ruhe weiter fuchteln. Wir nehmen uns Stangen mit. Oh, was sind Verstanden? Die, die nicht da sind, oder was? Wie schaut's denn hier aus? Auch keine Stangen da. Okay, alles klar. Ja, das ist ja natürlich wieder prachtvoll. Verstärkte Platten. Brauchten wir dazu einen Fabrikator? Er macht nur Schrauben. Kommen die verstärkten Platten jetzt auf einmal her? Von ihm hier, ne? Ja, der macht verstärkten Platten. Jo. Ne, wenn mal einer rauskommt. Haben wir verstärkte Platten immer auf Schmor. Haben wir noch 100 Stück in der Tasche? Okay. Das brauchen wir auch hier. Machen wir das mal so.
Und dann brauche ich noch Rohre. Ohne Ende Rohre. Ich mach schon mal die Dinger raus. Warte mal, so 500 Stück brauche ich von dem für Phase 2. Was? Na gut, brauche ich von den anderen brauche ich aber auch 500, ne? Naja. Dann lass den mal weiter fortschillen, futschillen. Gut. Huch. Wo willst denn du hin immer? So. Jetzt haben wir vergessen. 50. Mach mal diesen. Haben wir schon fertig. Die hier fehlen noch die Rotoren. 150 Stück. Und die Rahmen. Können wir nicht bauen, weil dann fehlen, ne? Das dauert ja ganz schön lange hier, du. Ich weiß nicht, ob ich mich das jetzt an du hier. Da kommen immer zwei gleich raus, oder was? Ach so, okay. Und wenn wir gleich zwei rauskommen, dann ist ja. Ach, Erz haben wir noch in der Tasche. Wieso haben wir noch Herz in der Tasche? Naja, gut. Ich glaube, das lasse ich dann bauen. Dann bauen wir jetzt drüben ein Ding hin. Einmal für Stangen. So, hier habe ich schon mal 17 Stück für dich. Na, bitteschön. Das ist ja schon voll. Muss ich nochmal schnell nach Rotoren gucken. Ob wir da ein paar in der Laufkiste haben. Und dann können wir rüber zum Kohlekraftwerk mal fahren. Mal gucken, was da so abgeht. Also Rotoren scheinen ein bisschen was in der Kiste zu sein hier, ne? Was ist denn? Reicht doch. 150 wollen wir haben. Was ist denn da jetzt reingeschmissen? So. Ja, hier kommt nicht aus der Eisenpötten hier drüben. Weil ich da die nächsten Dings, die 500 Stück brauchte, dann brachte die verstärkten Raum, wie es aussieht. Und die komischen Energiezellen, was das da sein sollen, die Batterien oder. Naja. Gut. So. Also, hier habe ich was für dich. Und hier? Da fehlen uns nur noch die Rahmen, ne? Da fehlen uns nur noch die Rahmen. Also, für die Rahmen benötigen wir. Wo würde ich denn das jetzt hinbauen jetzt hier? So, erstmal machen wir einen Konstruktor. Der ja Stangen herstellt, ne? Ja, das Problem ist nur, ich muss mich in die Richtung ausbreiten. Ne? Ich muss mich in die Richtung ausbreiten. Ich muss eigentlich die überfettesten Dinger sein. Ja. Gegen die Steine werde ich nichts machen können. Die sind jetzt eben einfach hier. Oh, das ist nicht allzu schlimm. Oh, also Produktion, Konstruktor. Kriege ich den hier hin?
Oh. Gut, Post. Postbogel hat Luft. Ist nur geringfügig höher. So, und du machst mir jetzt Stangen, ne? Du machst mir jetzt Stangen. Und nach den Stangen brauchen wir dann wieder einen Konstruktor. Ja. Also, du machst jetzt erstmal, ja, und dann brauchen wir noch Eisenplatten, ne? Du machst mir Stangen. Eisenplatten brauche ich dann aber auch. Vielleicht reiße ich dich nur noch mal weg und setze dich ein Stückchen rüber. Und dich auch noch mal ein Stückchen rüber. Wir brauchen Eisenstätten und Eisen. Da ich mir mal so ein Ding hier hin, da muss ich jetzt mal da rein. Können wir da wieder wegreisen, wenn wir es nicht brauchen. Wenn ich was zum Gucken habe, immer hier. Du, jetzt wieder verstärkten Eisenplatten. Benötigen wir Eisenplatten und Schrauben. Okay, das heißt, ich muss nach den Röhren Schrauben bauen. Nach den Stangen. Also, das heißt, wir rupfen den hier nochmal weg. Und das Band muss auch nochmal weg. Oder? Ja, ne, eigentlich schon. So, dann brauche ich zwei Konstruktor. Ja, bitte nicht allzu hoch. Achso, da ist ja der komische Felsen. Tja, wie machen wir das jetzt nur wieder hier? Das ist natürlich ein bisschen doof hier mit den, dass wir die Felsen nicht wegmachen können. Das finde ich ein bisschen nicht schön, ne? Eben so. Ja, hier. Wird zwar eng werden, ne? Muss den Strom wegzapfen. Oder kann ja stehen lassen eigentlich. So, da brauche ich hier nämlich einen Splitter. Ja, kann ich dich da hinpropfen? Geht das so, ja? Gut. Dann. Zeit, würde ich sagen. Ja. Dass die Mitte noch frei ist für den Fall, dass ich da eventuell noch mal irgendwas abzwacken kann. So, das geht da lang. So, du stellst mir jetzt, sag ich mal, warte mal, wir müssen nach den Stangen. Also das wird ja hier zugebaut jetzt hier, ne? Das wird jetzt eine Ebene hier. Sofern der mich das zulässt. Okay doch. Das muss offen bleiben hier und das baue ich nicht zu. Das sieht sonst doof aus, aber das Förderband müsste man ja über die Maschine drüber kriegen, ne? Eigentlich. Gibt es ja auch Stelzen oder sowas, oder ist das eben...
Na komm, dann waren wir aber hier hin. Also nochmal kannst du hier, da können wir mit dem Auto vielleicht nochmal durchfahren. Zwar jetzt nicht mit dem Auto, was wir jetzt haben. Was ist denn den jetzt so hingeklatscht? Da war der falsch hier. Da kannst du für mir das Fundament dran klatschen. So, genau. Das sieht mal gar nicht so verkehrt aus. Wo sind hier eigentlich die Rampen? Habe ich hier keine Rampen gebaut oder was? Na, was wollte ich hier machen? Muss ich das so machen? Ah, alles klar, okay, weiß Bescheid. Ja, ist aber falsch hier. Dann muss man hier noch mal was hinschmeißen. Reicht dann einer? Reicht dann einer. Dicksat. Den hättest du gar nicht machen brauchen, wie in deiner Ecke hier oder was? Naja. So, dann haben wir hier erstmal unser Laufweg. Ne? Komisch, dass hier die Bäume alles durchwachsen, wenn du einen auslockst, dass das hier alles so bleibt. Das wundert mich schon ein bisschen. Ne? Ich dachte eigentlich, das wäre dann alles verschwunden. Oh, ist, naja, gut. So. Das heißt, wir brauchen. Das muss man hier durch. Hier ja eigentlich wieder ein Lagercontainer, ne? Eine Rampe. Eine Rampe. Geht das so? Na, so nicht. Nee, da waren wir denn wieder hier. Mach's Zweier Fundament. Zweier Fundament. So, dann ist der nämlich schön eingebaut hier, der Kollege. Aber ich mache trotzdem seine Arbeit. Ja, hier würde man jetzt Durchfahrt nehmen. Dann hier höher oder wie? Ne, das ist schräg, ne? Kommt da noch ein Fundament da hinten einbauen? Geht das? Geht natürlich nicht. Warum geht das nicht? Warum kann ich unter das Fundament nichts bauen? Was ist da los? Ach, wegen dem Macher ist klar, ne? Dann muss das leider so lassen. So, da haben wir mal ein paar Fundamente gebaut, gemeinsam. Und dann ist mal alles eine Ebene halt hier. Beton ist ja hier noch da, daran soll es ja nicht liegen. Halt, das war noch verkehrt. Wir brauchen den Einser. Ne, der Rampe nicht. Fundament. Du machst die auch nochmal eine Zweier hin. So. Man kann hier unten nochmal durchlaufen, so, ne? Ja, schön. Dann können wir vielleicht mal ein Förderband drunter durchlaufen lassen. Von da nehme ich, ne? Ein Bleistift. So ein Bleierstift. So, wir haben gesagt, wir wollen jetzt hier... Da wollen wir hier ein Lager hinmachen. Ein kleines wenigstens. Zwischen, ganz kleines Zwischenlager. So ein bisschen. Wieso, was ist los? Du kannst nichts bauen. Was ist da? Was? Hä? Wieso? Was ist denn da am Weg? Was stimmt denn da nicht? Ach, wir brauchen Eisenstangen. Oh. Jetzt geht's los.
Wir brauchen Eisenstangen. Wer kriegt jetzt Eisenstangen? Du machst ja Eisenstangen, ne? Du verteilst die aber gleich. Ne, du machst Blöcken. Die Blöcken gehen hier rein. Die Blöcken brauche ich nicht. Ich brauche Eisenstangen. Wie viele Blöcken haben wir denn überhaupt hier? Okay. Gut, dass wir welche im Lager haben. Wir brauchen Stangen. Hier sind schon mal Schrauben, also Stangen müssen hier sein. Sind aber keine drin, weil zu langsam ist, ne? Hm. Den lasse ich aber nur schon schneller produzieren. Sind auch keine drin. Tja. Muss ich selber welche herstellen oder was? Na gut, Leute, ich kümmere mich drum. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Dann geht's weiter hier. Ich guck noch mal, was ich jetzt hier noch machen kann. Ja, vielleicht baue ich das dann schon fertig hier. Dann tschüss.